Wer sich mit dem deutschen Recht beschäftigt, der bekommt es oft mit wahnsinnig dicken Wälzern zu tun. Zum Beispiel das hier, dieses Büchlein, der Schönfelder, deutsche Gesetze. Der Schönfelder ist die berühmteste deutsche Gesetzesammlung seit Erfindung des Dünndrucks. Ja, die Seiten hier drin sind wirklich unvorstellbar dünn. Also ungefähr so wie die Gratiswurstscheiben für Kinder in schwäbischen Metzgereien. Na Quatsch, war das Spaß. So dünn sind die Seiten auch wieder nicht. Um Ihnen kurz mal die Fülle des Textes zu veranschaulichen. Also bis hier die 2 Millimeter, das entspricht ungefähr Tolstois Krieg und Frieden. Bis hier sind die Telefonbücher sämtlicher deutscher Großstädte. Bis hier entsprechend der ganz große Bruckhaus in 1200 Bänden. Und der ganze Rest bis zum Schluss, das sind die deutschen Vorschriften zur Steuervereinfachung. Aber hier drin stehen eben die wirklich wichtigen Paragraphen, die jeder so braucht den Alltag über. Wie zum Beispiel Paragraph 13.14 BGB. Ein Ehegatte kann die Aufhebung der Ehe begehren, wenn er bei der Eheschließung nicht gewusst hat, dass es sich um eine Eheschließung handelt. Also so grob ab 3,5 Promille. Und natürlich der wichtigste deutsche Paragraph überhaupt, Paragraph 919 BGB. Dort heißt es wörtlich, wirklich: Der Eigentümer eines Grundstücks kann von dem Eigentümer eines Nachbargrundstücks verlangen, dass dieser zur Errichtung fester Grenzsteine mitwirkt, wenn ein Grenzstein verrückt geworden ist. Wenn ein Grenzstein verrückt geworden ist. Also wenn Sie demnächst einen Grenzstein sehen, der eine Zahnbürste hinter sich herzieht, dann wissen Sie, aha, der ist jetzt unterwegs zum Paragraph 919 BGB zur nächsten Anstalt für verrückt gewordenes Rechtsinventar. Abteilung psychiatrische Grenzfälle. Also wie gesagt, das sind die Eckpfeiler der deutschen Justiz. Und wer es ein bisschen kompakter, nicht ganz so dick haben möchte, da gibt es ein Büchlein, nämlich dieses hier. Am 8. Tag schuf Gott den Rechtsanwalt. Hier geht es um Paragraphen, um Juristen. Wobei man sagen muss, ich möchte vielleicht mal einen kleinen Vorurteil aufräumen. Juristen sind nämlich gar nicht so. Juristen sind ganz normale Menschen. Es hat zum Beispiel mal ein Schwerverbrecher jahrelang direkt neben einem Juristen gewohnt. Und der Verbrecher hat hinterher gesagt, das war ein ganz normaler Mensch, höflich, zuvorkommend. Er hätte nie und nimmer gedacht, dass das ein Jurist sei. Und um solche Dinge geht es in diesem Büchlein.